Besonders gut kann ich mich an das Essen in London erinnern, in Petrus. Dort habe ich glaube das erste Mal in einem Sternenrestaurant gegessen. Und Trüffelrisotto mit frischem weißen Trüffel drüber gekobelt bekommen. Und es, ja, es hat mich umgehauen. Frische weiße Trüffel ist genial. Super. Ob ich mal an Leute denke, die mit der Kamera essen können, wenig, sehr wenig. Es würde mich, wenn ich immer daran denken würde, es mir wahrscheinlich wahnsinnig machen. Ich probiere einfach für alle einen guten Job zu machen. Alles schön auf den Teller zu bringen, und wenn es nicht so ist, dann bin ich eigentlich der Erste, der frustriert ist, und das mache ich auch. Das geht so eigentlich gar nie zum Gast. Fleischloses Gedi kann ich mir gut vorstellen, und finde ich sehr interessant. Ist, denke ich, auch Zukunftsmusik in irgendeiner Art. Besonders vegetarische Küche ist im Kommen und ist auch wegen der ganzen Fleischproduktion ein grosses Thema. Ob jetzt Laborfleisch und Fleischersatzprodukte das Richtige sind, sei dahingestellt. Ich im Moment, für mich, wenn ich vegetarisch koche, probiere mich auf Hülsenfrüchte, Pflanzen, die gerade so ein bisschen im Garten wachsen, zu besinnen und mit viel frischem Gemüse und Früchten das Ganze aufzuwerten. Ist Essen politisch? Für mich steht der Geschmack im Vordergrund, und automatisch, wenn man an Geschmack und Qualität denkt, kauft man auch gute Produkte, die das Politische vielleicht auch ein bisschen rausnehmen. Welcher Trend kommt als nächstes? Ich denke, das, was gerade läuft, wird sich verstärken. Zwar, dass die regionalen Produkte, die alle anpreisen, und die Saisonalität, das wird sich verstärken. Und vor allem wird Transparenz in Zukunft eine grosse Rolle spielen. Es ist so schwierig, weil alles vernetzt ist miteinander, vom Anbau bis alles zu uns kommt. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass Restaurants und Betriebe noch spezifischer auf gewisse Sachen eingehen, wie dass sie nur ein Gericht kochen, wie Pokeballs, wie Ramensuppe, wie, sagen wir, Pinchos. Oder ein Schweizer Restaurant, das wirklich nur Schweiz mit Schweizer Produkten kocht. Functional Food, Wellness Food, für mich ist nicht wahnsinnig ein grosses Thema. Ich finde, das Wichtigste, wenn man an so Foodtrends denkt, ist die Abwechslung. Dass man die Saison einhält, frisch einhält und aber auch einfach abwechslungsreich kocht. Dann hat man vor allem. Dann hat man genug Fett, genug Vitamine, genug Eiweiß, genug Kohlenhydrate, dann haben wir wirklich alles, wenn man wirklich abwechslungsreich isst. Ja, koch wie deine Großmutter, machst du alles richtig? Kann ich sagen, so wie meine Schweizer Großmutter kocht, ja. Und so wie meine englische Großmutter kocht, nein. Und ich hoffe, sie wird das Video nie sehen.